Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Heute zusammen mit dem Nick und dem Andreas. Schaut auf jeden Fall beim Andreas vorbei, der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auch so viel Geld wie ich in GTA haben wollt, um euch wirklich ganz, ganz viele Sachen zu kaufen, dann habe ich da was für euch. Das funktioniert allerdings nur für den PC. Trotzdem, der erste Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu einer Seite, von wo auch ich mein Geld gesponsert bekommen habe, deswegen steht auch Werbung in der Ecke. Dort könnt ihr euch wirklich sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach auch professionell, ein bisschen GTA-Money holen, falls ihr noch ein bisschen was braucht und falls ihr Bock drauf habt. Schaut da auf jeden Fall vorbei, würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Warte, ich sehe dich. Der rote Punkt, gell? Wo ist mein Haus? Junge, ich komm und hol dich. Ich auch. Junge! Was bleibst du da? Schau, das hast du jetzt davon. Ja. Nein! Digga! Jetzt hätte ich nicht so Hand. Frag, wo ich hin soll. Ja, fahr. Pass auf, was der Typ macht. LOL! Vorne, fahr vorne links und dann instant rechts. Hier links und dann instant rechts. Alter, du Stück Dreck! Junge! Okay. Zwischen den Fronten muss ich hin. Rechts, hab ich doch gesagt, nicht links. Ach so. Da hoch, hier rechts. Da rechts jetzt, genau, genau. Junge. Fahrwagen sind so schlecht, Alter. Ey, da merkt man halt, wer einen Führerschein hat, ne? Ja, hier. Da ist es! Wow! Nein! Was denn? Treibt ihr? Digga! Park doch nicht in meiner Vorfahrt! Alter! Ich seh nur noch Feuer! Verrückter! Das war übrigens nicht mein Haus! Schon wieder nicht, Junge! Wenn du das noch einmal machst, schieß ich dich persönlich tot! Ich dachte, es wäre mein Haus! Aber es war eins weiter! Ich bin tot! Fuck! Du Spaß, das war der Nick. Ich dachte, die Bullen waren's. Ich wollte gerade in mein Haus rein. Jetzt finde ich's wieder nicht. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Ich hab den blauen. Ich hab den blauen Punkt schon gesehen. Wo bist denn du? Ja, da siehst du unsere Punkte nicht. Ja doch, ich seh's. Nur welcher Punkt? Nick, bitte. Mann. Da. Erstmal mache ich die Cops kalt, die nerven mich tierisch! Hilfe, die Bullen! Sorry, Andreas. Sorry, ich hoffe, ich treffe dich nicht. Oh! Ja, die Cops nerven. Hier ist mein Haus. Ey! Junge, da bist du mir gerade voll von den Karte. Ja, ich muss da in mein Haus! Ah! Wo können wir da rein? Kann ich da auch rein? Ich kann nicht rein, weil ich Sterne habe. Nice. Geh ins Auto, komm ins Auto. Komm ins Auto. Tot. Komm ins Auto. Als ob ihr in die andere Richtung fahrt, Alter. Warte, ich ruf Lester an. Was ne Scheiße, Alter. Als ob man nicht rein kann, weil man Sterne hat. Eben keine Waffen, das nervt. Ja, jetzt gehen wir. Alter, hast du geschossen? Digga, jetzt kann wir wieder nicht rein. Wir hatten eh noch einen. Nein, oh. Hatten wir nicht. Ich hab doch Lester angerufen. Ich kann es jetzt erst wieder in 5 Minuten machen. Kannst du ihn anrufen? Er geht nicht dran. Er geht nicht dran. Ja, ist so. Digga, Alter, wohl. Nick, bitte komm her. Hier. Fuck off, Alter. Richtig. Ah! Komm,
Komm, Andreas, auch hier rein, damit wir alle die Sterne verlieren. Ich stehe auf dem Pfosten. Ja, ruf Lester an, Nick. Du kannst ihn nur anrufen. Mein ich halte die ich halt die Bullen in den Schacht. Wenn ich jetzt erschossen werde. Wenn wir jetzt einen Stern kriegen, weil ich die Granate ja später gezündet habe. Nicht schießen. Ja, ja. Ich schieße jetzt nicht mehr. Nice, endlich sind wir los. Tschüss. Ich hab einen Stern, oder? Ich auch wieder. Weil ich ausgestiegen, Mike, Alter. Weil ich ausgestiegen bin wahrscheinlich, ne? Ich hab gar keinen Spaß gehabt. Warum sind die Bullen die ganze Zeit hinter mir her? Alter. Jetzt hast du keine Bullen mehr. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Nein! Nein! Ich hab nichts gemacht. Ich hab 2 Sterne wieder, ey, das ist so ein Prank. Hi, steig in mein Auto. Oh mein Gott, fast ein Officer angefahren. Schnell, 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 schnell. Steig in mein Auto. Bin drin. Nicht schießen, nicht schießen. Ich. Okay, jetzt zu meinem Haus. Ohne Sterne endlich zu kriegen. Mal. Ich will die nicht umfahren. Hä? Junge! Ich versteh's nicht. Du darfst einfach nicht an Polizei vorbeifahren. Natürlich, ich bin gerade an dem einen halben Meter vorbeigefahren. Ja, und dann habe ich direkt wieder schnell bekommen. Ja, danke für gar nichts. Sterben? Hatte ich gerade vor, ja. Ja, genau, das dachte ich mir auch. An der Seitenstraße. Ey, jetzt habe ich auch Sterne, ich habe gar nichts gemacht. Was geht ab? Ich sag ja, das ist alter Verbuck. Was zur Hölle geht hier ab? Hat gar nichts gemacht, er kommt mit so einem geklauten Auto aus der Gasse raus. Nichts hat er gemacht. Hat auch kein Mensch gesehen. Also wirklich. Ja, oder? Wer ist da oben? Andreas, was ist? Wo bist du? Ja, ich bin. Versuch meine Sterne gerade loszuwerden. Na komm. Oh, das funktioniert ja gar nicht. Digga, ich bin einfach zu schwach. LOL! Er ist voll mit dem Auto da drin. Ja, was dachtest du denn? Ich dachte, du bist gelatscht. Nix da! Hast du deinen Stern jetzt los? Nein. Irene, hör, krieg tschüss. Musik. Ah, ich bin drin. Endlich, ja. Alter. Ohne Müll. Das ist die Garage, ein Auto steht schon hier, die anderen habe ich meistens irgendwo anders geparkt. Schnell weg von euch. Ja, ich hab mir das Auto vorhin von jemandem geklaut, ich schmeiß ihn fick raus. Dich. Fick dich. Ich will keine Sterne kriegen, aber ich würde dich jetzt so wegballern. Lass mich in mein fucking Penthouse einfach. Warum bist du denn raus? Ich war nicht drin, ich war in der Garage, Alter. Oh, endlich bin ich drin. Ich bin endlich da, Leute. Es ist so geil. Lol, ich habe ungefähr 8 Stockwerke hier. Warte, ich komme gerade hoch. Wer hat denn geklingelt? Hi! Na? So shit aus wie immer. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch ein paar andere Sachen natürlich holen. Ich würde sagen, wir fahren direkt in mein anderes Apartment. Lass mal gehen. Du auch in der Salon? Ich hoffe nicht. Warte. Mein schönes Auto! Was ist hier los? Ich hole jetzt das geeignete Fahrzeug dafür. Soll ich hier warten? Für unseren Trip. Ja, warte vorm Ding. Wow. Zum Glück bin ich ein Stück weggefahren. Ja, ich habe kurz alles geklärt. Steig mal bei mir ein. Ja, du hast auch mich geklärt. Ja, dich hole ich ab. Aber das ist ganz praktisch jetzt. Oh, ich bin sogar Feuerwehr, ich kann alles löschen. Guck mal hier, für dich, Andreas. Iha! Bitte. Ganz knapp. Warum hockst du dich eigentlich vorne rein? Hinten gibt's die geilen Sachen. Digga. Oh nein. 3 Sterne. Warum hast du Sterne? Weil ich gerade alles nice, gefunden jetzt wird's eine richtig geile Mission, wieder bis zum nächsten Apartment zu kommen. Ich hab so viel Spaß, mich jetzt mit diesem Auto um die Kurven zu schalängeln. Hier stehen die geilen Karren. Ui. Oh yeah.
Guck mal, das hier rechts ist von A-Team. Das hier, das gefällt mir. Ja, das ist auch sexy. Boah, ey, Leute, also ich bin echt... Ich finde das richtig geil. Weißt du, welche Rolle gefällt dir besser? Als das ein Roller ist hier? Ja, okay, ich nehme. Ja. Wer ist krasser, meiner oder deiner? LOL! Ich hab dich gerade richtig in die Luft gefetzt. Womit eigentlich? Weiß ich nicht, mit meiner Kraft. Junge, das ist aber so schnell. Die Frage ist, wo ist mein Oppressor? Der ist noch krasser. Hi! Oh. LOL! Ja, die Steuerung ist ein bisschen... Ich kann... Oh, LOL! Ich bin einfach im Hof von jemandem. Digga, LOL, ist das Teil schnell. Also, wenn ich mal unterwegs bin... Junge, ich knall einfach überall dagegen. Nice. Das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Schaut wie gesagt bei den anderen vorbei. Und wie gesagt, falls ihr GTA-Money braucht, wisst ihr auch, wo ihr es finden könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.